Hallo? Lebst du noch? Was ist mit dir denn passiert mit dem verrückten Jungen? Was machst du da? Das kann ja wohl nicht sein. Und wir befinden uns jetzt auf jeden Fall zusammen mit Vitamine. Also Vitamine war mal am Start. Auch zusammen auf dieser riesengroßen Huggy-Wuggy-Achterbahn. Was geht denn ab? Und Mori, da bist du ja wieder. Alter, das ging ja übelst ab. Oh ja, und guck mal, wie die das machen. Das sind richtige Profis. Yo, die haben es geschafft. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall diese ganze Huggy-Wuggy-Achterbahn auf jeden Fall bis zum Ende durchfahren. Bist du ready? Ja, ob wir das schaffen werden, Santi? Ja, ja, ja. High five, Kollege. Bam, guck mal, voll auf den Po geklatscht. Ja, komm her. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, wir befinden uns hier auf einer Huggy-Wuggy-Achterbahn. Und schau mal, das ist die Huggy-Wuggy-Familie. Ja, die tanzen da. Ich liebe die. Oh, das ist hier Kissy Missy, das ist Huggy Wuggy. Und Junge, der dreht so seinen Kopf. Und wer ist das hier? Wie heißt der Sohn von denen? Das ist, keine Ahnung, Huggy Junior. Huggy Junior, ja, das macht Sinn. High five, Huggy Junior. Alter, voll in sein Gesicht. Ah, die wechseln sich so die ganze Zeit ab hier, blau und rot. Alles klar, dann würde ich sagen, Freunde. Hier haben wir auf jeden Fall so diese Huggy Wuggy Maschine von Poppy Playtime. Die mit der roten Hand und mit der blauen Hand. Okay, das war genau umgekehrt. Und ah, wir aktivieren die, indem wir jetzt rot, blau so die ganze Zeit treffen, ne? Ganz genau. Das ist aber später gar nicht mehr so einfach. Und dann würde ich sagen, sind Sie ready, Kollege Schnürschuh? Ich bin mehr als ready. Oh ja, guck mal, warte mal, ich glaube, jo, wir können sogar zusammen hier sitzen in dem Minecart. Okay, aber okay. Wir müssen die selber... Leute, ich habe ein bisschen Platz. Jo, warte mal, jetzt müssen wir schießen. Let's go. Mit der Hand. Was machen die? Jo, die gehen die einfach zu Fuß oder sowas. Okay, und... Hey, warum hast du nicht geschossen auf die Hand? Ich hab geschossen. Ich glaube, das wurde deaktiviert nach einer Zeit oder so. Du bist zu langsam gefahren, ey. Ach Gott, Vitamin. Okay, egal, jetzt nehmen wir die Beine los, okay? Jetzt ganz, ganz schnell, Freunde. Snacken wir uns. Oder lass die vorfahren. So, warte mal. Lass die reinsetzen. Ja, okay. Let's go. Los. Setzt euch rein. Und wir setzen uns hier in das Auto. Komm. Okay, und wir müssen jetzt hier losfahren. Wir können die Geschwindigkeit hier übrigens selber einstellen, ja. Oh mein Gott. Okay, ich hab's geschafft. Wir müssen jetzt immer auf diese Teile schießen. Hä? Und, oh, hey, wir sind einfach drüber gefahren. Guck mal, da ist einfach grüner Huggy Wuggy am Tanzen. Ja, Santi, ich hab's auch ein bisschen langsamer gemacht, weil wenn wir zu schnell sind, dann fliegen wir raus aus der Achterbahn. Gib Gummi, Kollege, das ist ja hier langweilig hier. Willst du echt rausfliegen aus der Achterbahn? Nee, nicht rausfliegen, aber bist schnell. Und jetzt hier das Blaue. Hier mit der blauen Hand dagegen schießen. Und jetzt wird diese blaue Schiene aktiviert. Junge, man muss ja richtig überlegen. Und warte mal, rot oder blau? Wir brauchen die blaue. Oh ja, blau. Oh mein Gott, Alter, war das knapp. Junge, sonst wären wir einfach... Junge, wir wären einfach runtergefallen, Alter, oder nicht? Alter, wir wären einfach ins Jenseits teleportiert. Oh ja, ich würde sagen, guck mal, kann ich jetzt schon schießen mit der blauen Hand? Guck mal, ich kann das jetzt schon aktivieren, oder? Ja, theoretisch schon, aber das bringt dir halt nichts. Oh ja. Oh. Nein! Senti! Oh, okay. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Junge, wie viel Pech wir aber auch hatten. Okay, let's go. Okay. Versuch Nummer 44 oder irgendwie sowas. Der grüne Huggy Wuggy, der wackelt mit seinem Po hier die ganze Zeit. Siehst du das? Ja, der tanzt. Das ist einfach ein Dance-Move von dem. Oh ja, so richtig lustig. Und boom, jetzt hier mit der blauen Hand draufschlagen. Okay, da würde ich sagen... Vorne. Denk dran, nur auf rot. Die blaue. Ja, natürlich blau, natürlich, weil ich das... Boom. Aktivieren. Oh ja, aktivieren und let's go. Easy peasy, okay. Sollen wir ein bisschen schneller fahren? Nee, ich würde lieber nicht schneller fahren. Okay, noch ein Stück schneller fahren. Ah, das ist jetzt easy peasy. Und jetzt, Freunde, hier die blaue aktivieren und boom, let's go. Volle Kanne voraus. Okay, wir fahren jetzt schneller, Santi. Oh ja, so langsam befühle ich mich auf jeden Fall hier bereit. Let's go. Und wie Junge, ist ein bisschen eng hier, muss ich sagen. Wir sind hier Hand an Hand weil hier. Du so ein Holzkopf auf der Huggy Wuggy Achterbahn. Guck mal, da oben ist Huggy Wuggy Junior. Ey, guck mal, High Five, Kollege. Ich kann ihm einfach ein High Five geben. Was geht denn da? Und wo ist eigentlich Huggy Wuggy? Und da ist so ein Huggy Wuggy Kopf hinten auf der Achterbahn. Die geht hier übelst lange noch. Echt mal, Alter. Meinst du, wir kommen hier überhaupt raus irgendwann mal? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, wir werden es schaffen. Jo, ich glaube, das ist so ein Checkpoint, kann das sein? Alter, ja, anscheinend. Aber wir sind einfach vorbeigefahren. Easy, gar kein Problem. Wir brauchen doch keine Checkpoints. Wahrscheinlich wollte der uns mitnehmen. Oder wir sollten den mitnehmen. Ja, der hat jetzt wahrscheinlich gesagt, ey Leute, halt an, ich habe keinen Minecart mehr. Hat der gesagt, jo, der ist einfach runtergefallen. Der hat keinen Bock mehr gehabt, vielleicht ey. Sucht er auch jemanden. Vielleicht sucht der Huggy Wuggy oder irgendwie sowas, weißt du? Und guck mal, da vorne, da müssen wir beide aktivieren. Oh ja, was, beide? Ja. Okay, Freunde, warte mal, was habe ich jetzt hier? Oh mein Gott, okay. Hast du jetzt schon gespammt? Ich hab jetzt. So, und jetzt. Oh, Alter. Oh,
das war knapp. Junge, wieso? Ey, hey, Kollege, was machst du denn hier? Hey! Junge, Junge. Hey, wieso ist mir da fast runtergefallen? Ich hab's eigentlich voll spät aktiviert. Ja, immer schön spät aktivieren. Oder wir können auch zur Not dieses Minecart anhalten. Nee, nix wird hier angehalten. Nee, wir machen jetzt. Wir machen hier Vollgas nach vorne, ey. Sonst kommen wir hier nie an am Ende. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, let's go. Angst mit deinen Ansagen. Oh mein Gott, Junge, hey, die fallen die ganze Zeit runter. Was machen die Leute auf den Schienen, ey? Sind die lebensmüde oder wie? Ich denke schon und guck mal, da vorne kann sogar Kissy Missy einen fressen. Oh mein Gott, okay, ganz spät aktivieren, okay, du ganz weißt. Spät. Und jetzt, let's go. Oh mein Gott, Freunde, und okay, die hält aber ein bisschen länger. Manche halten, glaube ich, nicht so lange. Guck mal, er wartet immer noch unten, dass er hier mitgenommen wird. Und jetzt fahren wir hier über King Junior, oder? Jo, wir sind richtig hoch, ne? Junge, wir sind noch gar nicht hoch. Es geht noch viel höher, guck mal nach oben. Das geht in die Wolken. Junge, das ist ein Wolkenkratzer. Alter, das wird auf jeden Fall so heftig. Und soll ich glaube. Ja, komm, mach rein. Aber nicht ganz schnell, sonst fallen wir hier raus, ne? Dann müssen wir alles von vorne machen. Oh mein Gott, Alter, Sandy, wir fahren jetzt schon richtig schnell. Oh mein Gott, okay, das ist schon sehr, sehr schnell. Und Freunde, ich glaube, am Ende Nein, ich glaube, das war ein bisschen zu schnell. Aber haben wir den Checkpoint bekommen? Jo! Oh, ich meine, ey, ich bin runtergefallen. Hilfe, können wir hier noch Minecart spawnen? Ja. Zack, ab geht's! Komm, Sandy! Warte, ich bin am Sterben gerade noch. Junge, die spawnen hier, oh Gott, auf den Schienen drauf. Oh Gott, lass die einsteigen, oder? Als erstes. Jo, Leute, geht rein, ab geht die Post. Okay, und let's go. Ich hab den einfach seinen Minecart aktiviert. Fahren wir auch in die richtige Richtung? Ich glaube schon, oder? Natürlich fahren wir in die richtige Richtung. Tatsächlich. Aber Sandy, waren wir nicht beim anderen Checkpoint auch schon? Nee, ich glaube nicht. Wir hatten nur diesen einen Checkpoint. Junge, wie schnell sind die hinter uns? Komm, die überholen uns gleich. Ja, ist egal. Alter, City, ich will nicht zu schnell fahren. Oh mein Gott, denkst du, die überholen uns oder so? Ey, was machen die vor uns? Die sind ja noch lahm. Ey, werf die mal ab mit diesen Handschuhen, mit diesen Poly Playtime Handschuhen. Ey, City, wir müssen anhalten, sonst fahren wir den drauf. Alter, mach mal hinter vorne. Das geht hier gar nicht, Junge, Alter. Und jetzt schneller. Und Vollgas, Eti! Ja, also nicht Vollgas, aber Gas. Das Gas reicht auch schon. Und Freunde, boom, wir aktivieren die Schienen und let's go. Wir sind drüber gefahren. Alter, warum fahren die so lang? Warte mal, Sandy, eigentlich könnte ich bei denen das auch aktivieren, dass die schneller fahren. Jo, wie unfair. Du kannst einfach das aktivieren, dass die schneller fahren. Ja, aber ich will es eigentlich nicht riskieren, dann nicht, dass wir noch runterfallen. Nee, okay. Ey, Junge, die sind so langsam vor uns, ey. Mach mal hinten da vorne, das kann ja nicht sein, ey. Sonst werden wir euch hinten drauf fahren, Mann. Ist so. Jo, guck mal, wie schnell die unter uns sind. Alter, die holen uns noch ein. Alter, denkst du, die überholen uns? Ich denke schon, so schnell wie die fahren. Junge, oh mein Gott, wie Termine. Aber ich habe Angst, noch schneller zu fahren. Am Ende fallen wir noch vor der Huggy-Wuggy-Poppy-Playtime. Ach, da haben wir gleich noch runter. Ey, die sind runtergefallen, ich wusste es. Was, ich hab's gar nicht gesehen, die sind runtergefallen. Und Junge, die fahren alle viel zu schnell, glaube ich. Ja klar, und das ist es nämlich, warum die meisten runterfallen, Santi. Oh ja, das ist sehr, sehr gut. Und wir chillen hier unser Leben. Wir können auch genüsslich einen Kaffee trinken. Ich wollte schon immer was sagen. Was denn? Ich liebe dich. Du, Vitamin, das ist der falsche Zeitpunkt gerade. Es ist gerade ein bisschen unangenehm hier drin. Oh, jo. Vollgas! Alter, nein, nicht Vollgas, beruhig dich. Okay, Sandy, Vollgas? Du bist ein Psychopath. Okay, Sandy, ich gebe jetzt Vollgas. Oh Gott, nein, wir fallen runter, wir werden so runterfallen. Guck mal, wir fahren richtig weit nach oben, siehst du es? Das geht jetzt in die Wolken übrigens, ne? Junge, holy Macaroni, was dir da abgeht, ist auf jeden Fall jetzt hier in den, Alter, in den Himmel oder wie? Oh mein Gott, wir sind bald über den Sternen. Über den Wolken. Wir sind bald ein Astronaut, wenn das so weitergeht. Alter, ich will eigentlich nur Achterbahn fahren. Ich habe jetzt eigentlich nicht so Bock, Astronaut zu sein. Ich möchte doch einfach nur ein Astronaut werden. Oh, Alter. Junge, vor allem, wie weit geht das Ganze denn? Guck mal, wir sind jetzt, glaube ich, gleich am allerhöchsten Punkt der ganzen Achterbahn. Ich glaube, noch höher geht's gar nicht, ne? Ja, das stimmt. Warte mal. Ja, oha, da hinten ist vielleicht schon das Ende. Oh ja, ich glaube, es geht hier noch runter und am Ende werden wir einfach in Huggy Wuggy reinfahren. Oh Gott, meinst du, wir werden den fressen? Warte mal, der wird uns auffressen, verdammt nochmal. Wir werden hier gar nichts machen, Junge. Guck dir mal dieses riesengroße Gesicht an. Siehst du den da hinten? Und ab geht's auch unten. Ja, warte mal. Nee, wir dürfen da eben, glaube ich, nicht reinfahren. Also da kommt ja gleich noch Kissy Missy. Die dürfen wir nicht dann berühren. Oh ja, alles klärchen. Okay, da würde ich sagen, wir fahren jetzt, Junge, wir sind nach oben gefahren, nur um jetzt runterzufahren. Ist doch schön. Ja, okay, dann würde ich sagen, ab geht es jetzt auf jeden Fall hier ab nach unten. Warte mal, Freunde, wir schauen mal, wo geht die Strecke entlang? Wir fahren da entlang, so hier, dann geht es hier auf jeden Fall unten. Dann müssen wir gleich die blaue Schiene aktivieren, okay? Wir haben auch gleich, ja, okay. Und wir haben gleich sogar einen Checkpoint, glaube ich. Oh mein Gott, Alter, Junge, stell dir mal vor, wir sind jetzt runterfallen. Wo ist denn jetzt hier ein Checkpoint? Stimmt. Wir fahren heute eine Busfahrt, Duda, let's go. Junge, mach mal ein bisschen Stimmung hier in Minecart. Oh ja, okay, jetzt reicht mit Stimmung, okay. Im letzten Moment, wenn wir jetzt hier runterfallen, müssen wir wieder alles von vorne machen, okay? Noch nicht. Und jetzt! Oh mein Gott, und let's go.
Junge, wie knapp das war. Alter, und da ist noch übrigens die Huggy-Wuggy-Fabrik, ne? Warte mal, die Huggy-Wuggy, die Poppy-Playtime-Fabrik? Da unten, ihr seht es, Freunde, stimmt. Die Poppy-Playtime-Huggy-Wuggy-Fabrik. Ich glaube, da kommen wir als erstes hin. Hm. Ah, und ich würde aber den fragen nach dem Taschentuch. Nach dem Taschentuch? Wieso? Läuft deine Nase oder was? Ja. Oh Gott, Junge, ich habe leider kein Taschentuch mit. Aber wir fahren jetzt nach unten. Du hast recht, Vitamin. Wir dürfen jetzt... Oh nein, 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 nein. Lass lieber bis zum nächsten Checkpoint warten. Guck mal, ja. Alles wackelt hier schon komplett bei uns. Ich habe echt Angst, hier runterzufallen gleich. Und oh mein Gott. Achtung, es geht nach unten. Festhalten. Ey, wie lange wir einfach schon fahren, ne? Ja, natürlich. Ich glaube, ich würde sagen, wir haben schon gut die Hälfte geschafft, oder? Ja, das könnte allerdings sein. Und da, guck mal, Kissy Missy öffnet ihr Maul, denn die hat Hunger. Oh ja, aber wir dürfen nicht reinfahren. Das bedeutet, wir müssen die rote Schiene aktivieren gleich, ne? Okay, aber ich glaube, bis dahin haben wir den nächsten Checkpoint. Wir haben den nächsten Checkpoint bis dahin. Das bedeutet, wenn Kissy Missy uns auffrisst, dann, ja, soll die uns auffressen. Wir haben sowieso einen Checkpoint. Was, die soll uns auffressen? Nein! Ja, ich meine, immerhin haben wir einen Checkpoint. Besser, als wir von ganz Anfang anfangen müssen. Ja, aber ich habe echt keinen Bock, gefressen zu werden. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Oh doch, Freunde. Wir schaffen es auf jeden Fall. Schreib's in die Kommentare. Wen magst du eigentlich mehr? Kissy Missy oder Huggy Wuggy? Schreib's in die Kommentare. Und like jetzt auf jeden Fall mal das Video, wenn du willst, dass wir die ganze Achterbahn jetzt hier bis ganz, ganz ans Ende fahren. Die ganze Poppy Playtime Achterbahn. Es geht jetzt wieder ab nach oben, glaube ich. Achtung! Gut, da ist der Checkpoint. Oh mein Gott, Freunde. Und jetzt nochmal Gummi geben am Ende? Dein Spaß, leider, nein, kein Gummi. Checkpoint! Wir fahren jetzt. Düdüt. Ah, Junge, die Musik, die läuft. Hörst du das? Einfach Fahrstuhlmusik. Ja, ist so, diese Fahrstuhlmusik. Wir sind jetzt hier durch den Checkpoint gefahren. Okay, Sandy, konzentrier dich. Wir dürfen jetzt nur rot aktivieren. Okay, rot, rot, rot. Okay, nicht die blaue Hand aktivieren. Und voller Attack auf rot. Boom! Yeah, boah, heftig. Ciao. Wir haben wieder einen Checkpoint. Und die Fahrstuhlmusik. Und oh mein Gott, wir müssen den Laser deaktivieren. Schießt. Oh mein Gott, und da sind wir, Freunde, in der Poppy Playtime Fabrik. Oh mein Gott, wir müssen langsamer fahren, haben die gesagt. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Huggy Wuggy ist in der Nähe. Und warte mal, blau oder rot? Ich habe rot genommen. Okay, ich habe auch rot einfach genommen. Ich habe jetzt. Hier sind so grostige Schienen. Ob das so gut ist? Öffnen! Öffnen! Easy! Öffnen, okay. Müssen wir hier was abschießen? Oh ja, Checkpoint. Oh mein Gott. Junge, vor allem ist es so chillige Musik und dabei fahren wir gerade in Huggy Wuggy rein. Warte mal, wir sind in ihm? Nein, also noch nicht, aber wir sind gerade in der Fabrik und da stand ja, Huggy Wuggy ist in der Nähe, weißt du? Wir sind jetzt hier in der Poppy Playtime Fabrik drinnen. Da hast du allerdings. Hilfe steht hier. Und was steht hier? Huggy Wuggy. Und dann zeigt der Pfeil die Richtung. Öffne. Oh mein Gott. Und da ist der, Freunde. Oh mein Gott, wir mussten den zumachen. Alter, ja, ich habe es im letzten Moment noch zugemacht. Das war übelst knapp. Junge, wir sind fast in Huggy Wuggy gefahren. Junge, ich streichel, nicht streichel. Und Freunde, Sesambrötchen, öffne dich. Let's go. Das Türchen. Sesam, Bisam, öffne dich. Oh, ja, und Junge, mit Huggy, der stand einfach da, ne? Und hat auf uns gewartet. Der wollte uns tatsächlich auffressen, Huggy Wuggy. Aber im letzten Moment, Freunde, los, let's go. Haben wir das Ganze auf jeden Fall noch. Warte mal, mit den Handschuhen. Vielleicht hat er gedacht, dass wir ein Dinosaurier sind. Was sind Dinosaurier? Nein. Der wollte uns einfach fressen, der böse Huggy Wuggy. Ich hoffe, den sind wir jetzt auf jeden Fall los. Dann würde ich sagen, hey, oh mein Gott, war das knapp. Alter Schwede. Okay, im letzten Moment, ne? Beide öffnen. Okay, Freunde, ich würde sagen, erstmal das blaue, let's go. Und jetzt das rote und let's go. Jetzt können wir auch wieder ein bisschen schneller, glaube ich, fahren. Wir sind so ein gutes Team, muss ich sagen. Und da ist der Freunde Huggy Wuggy. Wir werden jetzt in ihn reinfahren gleich. Meinst du? Ja, natürlich. Guck mal, wir müssen in ihn reinfahren. Oh, Alter, die Zähne. Alter, oh mein Gott, Freunde, jetzt geht es ab. Auf den Moment haben wir die ganze Zeit gewartet. Aktiviert die Schiene und jetzt festhalten, Vitamine. Geht es rein in Huggy Wuggy. Oh mein Gott, oh mein Gott, wir sind jetzt in ihm drin einfach. Ich bin in Huggy Wuggy. Oh mein Gott, ich bin auch in Huggy Wuggy. Jo, was, Alter, das ist gehört, hast du gesehen? Oh mein Gott, wie heftig ist das denn? Oh mein Gott, warte mal, hallo? Hallo? Vitamine? Let's go! Hä? Nein! Jo, was ist das denn? Hä? Warte mal, was passiert? Ey, ich steig einfach. Nein, ich bin ausgestiegen. Was war das denn für ein unfaires Spiel? Ist sowas. Was war das denn, Alter? Wo ist unser letzter Checkpoint gewesen? Hey, ich fahre hier die ganze Zeit durch, ey. Ich auch! Oh nein, und nein, sag nicht, der Spawnpoint ist jetzt verbuggt oder irgendwie sowas. Und das war's dann. Okay, ich fall die ganze Zeit durch. Ich hab's geschafft! Du musst springen die ganze Zeit! Okay, okay, ich springe. Ich gebe mein Bestes. Komm schon. Let's go. Okay, ich hab's auch geschafft. Ey, guck mal, der wartet auch hier schon, der Kollege. Und let's go, schieß drauf! Au! Senti, wir sind
umgefallen. Wir sind wieder stecken geblieben. Nein, nein, das kann nicht sein. Die Fahrt muss weitergehen. Okay, Vitamine, ich würde sagen, mit der Achterbahnfahrt wird das nicht. Wir müssen das Ganze jetzt zu Fuß bewältigen. Was? Oh nein! Oh doch, oh doch. Und ob wir das Ganze schaffen, ein Junge, das ist richtig gefährlich eigentlich. Ich bin doch kein Käse. Junge, was für ein Käse? Okay, ich würde sagen, let's go. Wir gehen jetzt einfach hier zu Fuß und boom, guckt euch das Ganze mal an. Und oh Gott, boom, wir deaktivieren das von Huggy Wuggy. Bist du hinter mir? Warte mal, hallo? Ich bin ein Schweinchen. Junge, ich dachte, du bist eingeschlafen, irgendwie sowas. So, ab geht es jetzt auf jeden Fall jetzt hier auf der Huggy Wuggy Achterbahn. Ich hab eine Idee, Sandy, übrigens, ich komme. Warte mal, du kommst? Ja. Oh Gott, Freunde, ich fahre einfach ganz, ganz schnell. Nicht, dass der Psychopath mich noch umfährt oder irgendwie sowas. So, jetzt ganz, ganz schnell, Freunde, müssen wir auf jeden Fall laufen, weil irgendwie mit dem Minecart hat das Ganze irgendwie nicht so geklappt, ne? Ich habe eine Idee, wir fahren bis an die Stelle ran und dann springen wir erst raus. Jo, das ist smart. Okay, hol mich ab, Kollege, ich warte auf dich, ne? Ich weiß nicht, ob ich dich mitnehme, ich fahre dich einfach um. Okay, gar kein Problem. Let's go, Freunde, moin, ab geht es hier durch. Oh mein Gott, jo, ich bin auf der Schiene drauf. Kann ich bei dir einsteigen? Ab geht die Post. Oh mein Gott, okay, ich würde sagen, okay, ich steig bei dir ein, okay, Bremse. Oh mein Gott, Bremse. Und let's go. Okay, warte. Okay, ich sitze drin. Okay, let's go. Okay. Bist du ready? Ab geht die Nudel. Ab geht die Nudel. Let's go. Über die Schienen gefahren. Yo! Und yo, ausgestiegen sind wir wieder. Jetzt aber, Freunde, wir schießen. Wir springen rüber und komm schon. Let's go. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, Vitamin. Ich bin bei dir. Da bist du, Senti, endlich. Oh, und, Alter, was ist denn da los? Guckt euch das Ganze mal. Das sind hier die ganzen Wissenschaftler und sowas. Und die arbeiten, glaube ich, hier an diesem Experiment von Huggy Wuggy. Und, da steht der, Freunde. Moin, Huggy. Was geht ab, Kollege? Schnürchen. Ja, Huggy Schnuggy, nenne ich ihn immer. Naja, egal, ich gehe weiter. Oh ja, let's go. Und jetzt geht es, Alter, geht es hier wieder raus? Geradeaus durchgehen und dann sind wir weiterhin auf der Schiene drauf. Oh ja, weiter geht es jetzt auf jeden Fall. Und jetzt, Alter, du springst ja richtig. Alter, jetzt bloß hier nicht runterfallen. Weißt du, was ich bin? Du musst ein Flummi bist du. Ja, und das wusste ich gar nicht. Komm, Vitamin, jetzt stell dich an. Die letzten Meter. Junge, was müssen die Leute am Ende denken? Ich Junge, war's hier, Sandy. Warte mal, was machst du? Komm jetzt hier, ey. Komm jetzt sowas voll schnell rüber. Ich hau dir auf den Po. Wir sind jetzt auf jeden Fall gleich fertig mit der Poppy Playtime im Huggy Wuggy Achterbahn. Junge, was heißt Achterbahn, Junge? Wir machen hier einen Spaziergang einfach über die Schienen drüber. Wir machen einen Parcours über die Schienen. Junge, das ist echt zu verrückt, ey. Angefangen noch mit einem Minecart und jetzt laufen wir hier einfach zu Fuß so vorsichtig und let's go. Ich bin angekommen, ich bin am Ende angekommen und die letzten paar Meter und let's go. Wir haben es wirklich geschafft. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Oh, also noch nicht, aber gleich kommen Vitamine. Komm, gib mir High Five, gib mir High Five. Yo, let's go. Let's go. Boom, 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 voll in dein Gesicht. Let's go, wir haben es jetzt wirklich geschafft. Wir haben die ganze... Oh, wo bist du? Ich habe mich als Kissy gemacht. Warte mal, bist du da hinten? Spring mal kurz. Jesse! Ich sehe dich da ganz hinten. Was geht ab? Wir haben es jetzt wirklich geschafft. Wir haben jetzt wirklich hier die ganzen Huggy Wuggy Achterbahn geschafft. Warte mal, verwandle ich mich in Junior. Let's go. Wo bist du gespawnt? Alter, ich bin auch beim letzten Checkpoint gespawnt. Und ich bin jetzt einfach... Ich sehe dich nicht. Alter, ich bin runtergefallen. Oh Gott, naja. Aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt auf jeden Fall die Achterbahn voll Huggy Wuggy bis ganz ans Ende gefahren sind. Let's go. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.